anfangen? Also ja, ich fand den Film brillant gemacht. Ihr habt, aber gesagt, du fandest scheiße, als ich zuerst gesehen habe. Ja, also, na Moment, also der Rohschnitt hat er noch Schwächen. Der Rohschnitt hat er noch Schwächen, aber das Endprodukt, das ist brillant. Der Rohschnitt war ohne Boxen. Der Rohschnitt, da fehlt ja das Boxen. Und jetzt, also ist ja auch egal, auf jeden Fall finde ich super, dass ihr hinter die Kulissen geguckt habt. So interpretiere ich den Film. Ja, erzähl doch mal, wie ihr auf die Idee gekommen seid, die beiden Regisseure, ihr boxt selber, oder ja, erzähl einfach mal die Geschichte, wie es zu diesem tollen Film kam. Ja, ich wollte mich erst aber euch bedanken, dass du uns den hier zeigen lässt. Also vielen Dank. Dafür. Und Metropolis auch, vielen Dank. Ja, absolut. Und wie wir darauf gekommen sind, ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, mal zum Boxtraining zu gehen. Ich weiß nicht, ist schon ein paar Jahre her, war schon länger nicht mehr da. Und fand das aber so geil, dass ich gedacht habe, da kann man mal einen Film machen. Dann habe ich Marc mitgenommen, der meinte, das war fand dasselbe. Oder so, war das? Aber die waren Boxen. Doch, wir waren vorher einmal zusammen beim Training. Ne? War das auch? Oh, die war ja? Schwach. Ja. Ja, und dann haben wir aber eine Kamera mitgebracht, die haben wir uns ausgeliehen und dann haben wir das dann so gefilmt. Dann waren Meisterschaften, dachten wir, wäre eine gute Möglichkeit, das dann irgendwie so zu machen. Ja, aber es war natürlich irgendwie so, dass wir, also die Leute, die ihr gesehen habt, Tanju und Poco und so, die Idee war eigentlich, wir verfolgen jetzt 5 Jugendliche auf dem Weg zur Hamburger Boxmeisterschaft. Der eine war auf einmal im Knast, der andere ist nicht mehr gekommen, der dritte hat sich den Daumen gebrochen. Und wir hatten dieses ganze Material und haben gedacht, was machen wir jetzt? Also, nicht besonders viel Ahnung von so einem Film irgendwie, aber am Ende waren halt die Protagonisten nicht mehr da. Und dann haben wir gedacht, guck mal, dieser Trainer. Der war die ganze Zeit da, ja. Der Trainer war irgendwie gesammelt. Und er hat das gar nicht so schlecht gemacht. So. Und dann haben wir das einfach, wir mussten das aus dem, was wir gefilmt haben, einfach komplett ändern. So, es war einfach nicht mehr das möglich, was wir uns gedacht haben. Zuerst wollten wir noch diese Schiene so mit, guck mal, die ganzen Multikulti, die gut für es funktioniert und bla bla und so. Das haben wir dann ja weggelassen. Aber ich denke, man hat trotzdem gemerkt, dass es irgendwie ganz gut funktioniert hat. Also, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen dank der Protagonisten, sag ich mal. Ja, ich wollte nicht mehr fragen, seit wann boxst du denn? Und ja, also aus welchem Stadtteil kommst du und ja, wie